Servus und willkommen zurück zu einem neuen Star Wars Galaxy Heroes Video, damit einer neuen galaktischen Herausforderung auf dem Todesstern gegen das Imperium mit unseren Schurken. Gehen wir rein. Auf Stufe 10 sehen Palpatine Lieb mit Mara Jade. Böse Kombination. Wer ist denn Elite? Mara Jade und Darth Vader. Der Boss. Palpatine ist eh immer ein bisschen stärker. Was sind denn unsere heutigen Modifikatoren? Volatile Energie, das war die Sache mit den 5% Energie am runden Anfang. Sind wir bei 100%, bekommen wir die Fähigkeit Super Laser Gefecht. Okay, der Begriff ist mir neu, aber wir können einen direkt rausnehmen. Genau. Ein Schritt voraus, die Sache für die Schurken. Plus 30% Maximalgesundheit, plus 20% Tempo. Und wenn wir mit Buffs belegt sind, bekommen wir nochmal Tempo. Und wir haben eine Chance von 50% auf einen Gegenangriff. Hervorragend. Wir können nicht mit Buff-Immunität belegt werden. Ist auch noch eine nette Sache nebenbei. Imperialer Erlass, der Modifikator der Gegner. Palpatine hat plus 30% Gesundheit und maximal Schutz. Und wenn er in seiner Runde eine Spezialfähigkeit einsetzt, ruft er alle imperialen Verbündeten als Unterstützung. Gefährlich. Okay, und sie bekommen einen Schneetruppler-Agenten. Okay, das heißt, wir müssen einfach nur schneller sein, Palp ein bisschen davon abhalten, eine Spezialfähigkeit einzusetzen. Und dann sind wir da eigentlich relativ schnell durch. Und wie gesagt, bei den Schurken haben wir relativ viel Auswahl. Wir können mit der hellen Seite spielen, mit der dunklen Seite spielen, wie auch immer, einen schönen Mix machen. Das sollte kein Thema sein. Wir müssen bei den Erfolgen mit einem vollen Team aus Schurkeneinheiten spielen, überleben der Charakter der hellen und der dunklen Seite. Okay. Das heißt, wir könnten eventuell wieder mit Kopfgeldjägern spielen. Denen haben wir eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht. Schließe den Kampf ab, nachdem du außerhalb deiner Runde mindestens 20 Mal angegriffen hast. Okay, das sollte auch kein Thema sein. Da könnte man schätzungsweise auch, wer zum Beispiel einen Grief Karga nicht hat, der könnte hier auch den Erfolg Nummer 3 mit den Jedis machen oder mit den Rebellen. Die greifen viel außerhalb der Runde an, also das ist eigentlich nicht das Thema. Da muss man jetzt nicht wirklich viel rätseln. Okay, gehen wir mal ganz kurz rein auf meine Schurken. Und ihr seht hier auch schon ein gesetztes Kopfgeldjäger-Team, mit dem ich am liebsten kämpfen wollen würde, um die heutigen Aufgaben zu erledigen. Warum Aura Sing? Ich hatte es schon das öftere Mal erklärt. Die Payout, die Erledigung des Auftrags bei den Kopfgeldjägern ist mit Aura Sing einfach relativ schnell erledigt. Wir können den Mandalorianer einsetzen, die gefährlichsten Gegner herausnehmen und dann einfach unseren Kampf runterspielen, unsere Aufgaben erfüllen und dann ist es eigentlich durch. Aura Sing muss dafür ja nicht mal schnell sein. Die ist getarnt, sie ist nur da, damit im Grunde genommen der Auftrag erstmal ausgeführt werden darf und sie muss noch nicht mal großartig Damage machen. Den Rest macht eigentlich Fennec Shand. Man könnte theoretisch unter anderem natürlich auch mit der hellen Seite spielen, mit Dash Render im Lead, mit Cat, wer sie hat. Also heute ist brutal viel möglich. Und Gunray Lead ist auch sehr, sehr stark. Chewbacca und Han Solo plus den Mandalorianer. Also man könnte hier echt viel zusammenstellen. Man muss natürlich gucken, dass man zumindest, wenn man Dash Render und Han Solo und Chewbacca spielt, dass man zumindest einen der dunklen Seite mitnimmt. Das ist aber auch nicht wirklich das Thema. Also ich glaube, heute machen sich die wenigsten Sorgen. Ich vermute auch, ich bin relativ spät dran, obwohl ich noch am selben Tag die galaktische Herausforderung mache. Ich vergesse zumindest mal nicht, aber die heutige ist so einfach in letzter Zeit, dass die meisten die wahrscheinlich schon erledigt haben. Okay, vielleicht ein kurzer Blick auf meine R1 Aura Sing. Sie kommt ja demnächst noch auf R6, 92. Crit-Schaden, das heißt Triangle habe ich Crit-Schaden, ansonsten habe ich Speed, will ich aber noch ein bisschen ummodden, mehr auf Damage. Mein Mandalorianer ist jetzt mittlerweile ein bisschen fertig, ich will ihn vielleicht noch auf R7 ziehen, aber zumindest ist er jetzt mal von den Mods her relativ stark, das heißt viel auf Gesundheit und natürlicherweise viel auf kritische Trefferchance, ganz klar. Dann bei ihm ist halt noch wichtig, sobald wir die Payout erreicht haben, den Auftrag erledigt haben, können wir mit dem Desintegrieren hier aber dann direkt rausnehmen. Ähnlich wie bei der volatilen Energie, auf die wir natürlich auch über den globalen Modifikator arbeiten können, aber darauf setze ich jetzt nicht wirklich, weil wir natürlich hoffen, dass wir schneller sind und der Gegner erst gar nicht drankommt. Dann mein Grief Karga R5 338 und meine Fennec Shand R7 266 76 Schaden und mein Bosk R8 343.
viel Schutz. Okay, gehen wir zurück. Habe ich auch den Mando an zweiter Stelle? Ja, weil er natürlich entsprechend Zugleiste verteilt. Und wenn wir diesen Massenangriff machen über Bosk und über Griff Karga, wir müssen ja 20 Mal außerhalb der Runde angreifen, dann sollte immer als zweites der Mandalorianer angreifen und Zugleiste generieren. Wir könnten Fennec Shand jetzt auch theoretisch rausnehmen. Also wäre möglich. Wir müssen nicht mit Aura Sing spielen. Ich denke, es würde auch mit Bosk League funktionieren. Das ist nicht unbedingt das Thema. Wir können auch den Mandalorianer mitnehmen, um uns zu schützen. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. 20 Mal außerhalb der Runde. Wir können eine Enfys Nest mitnehmen. Immer wenn sie kontert, greift sie außerhalb der Runde an. Ist keine schlechte Idee im Grunde genommen. Also, wenn es nur an der Aufgabe liegt, 20 Mal außerhalb der Runde angreifen, ist es nicht das Thema. Da haben wir viele, viele Möglichkeiten. Wenn wir mit Dash Render, Chewbacca und Han Solo spielen, dann supporten die sich die ganze Zeit. Gerade der Chewbacca, der hat ja seine Guard-Funktion, supportet immer die zwei Charaktere mit der Guard-Funktion und greift dadurch relativ viel außerhalb der Runde an. Also hier ist vieles möglich. Wir können natürlich auch, glaube ich, mit Bo-Katan Lead spielen. Es ist nicht die Geschichte mit dem außerhalb der Runde angreifen. Achso, da wird er natürlich, kriegt er einen höheren kritischen Schaden. Aber setzt ein Mandalorianer-Verbündeter in seiner Runde eine Basisfähigkeit an, ruft er einen zufälligen anderen mandalorianischen Verbündeten. Also das heißt, wir könnten theoretisch die Leute hier rausnehmen und rein mit Mandalorianern spielen. Also zum Beispiel mit Bo-Katan Lead. Und dadurch die beiden Mandalorianer plus vielleicht Chewbacca plus Bosk. Einfach nur, weil Bosk da ist, um uns ein bisschen zu schützen. Also ich glaube, es ist heute wirklich vieles möglich. Allerdings können wir das desintegrieren nicht benutzen vom Mandalorianer. Aber das war einfach nur so eine Idee. Ich würde vorschlagen, wir spielen mit den Kopfgeldjägern mit Aura Sing im Lead und dann nehmen wir noch unseren Mandalorianer an zweite Stelle. Und dazu unser Griff Karga an der dritter Stelle erst Bosk, danach Griff Karga und dann Fennec Shand. Ich glaube, das ist relativ stark, das Team. Und so könnten wir es versuchen. 20 Mal außerhalb der Runde. So, aktivieren von Ekstase. Wir greifen Mortar Jade an. Ja. Eventuell nehmen jetzt Palpatine raus, wechseln danach auf Darth Vader, aktivieren wieder Ekstase, Spezialattacke, Boss bekommt 100%, wir aktivieren unseren Massenangriff, wieder Massenangriff, debuffen und switchen zu Merchade. Rufen Fennec. Und wechseln auf den Schneetruppler. Übrigens, außerhalb der Runde eingreifen gilt auch entsprechend unseres Gegenangriffs. Also eigentlich kein Problem. Und tschüss. Die Gegner kamen dran, im Grunde genommen gar nicht dran. Sie hätten vielleicht sogar die volatile Energie an uns ausführen können, bin ich mir gar nicht ganz so sicher. Aber aufgrund des Gegenangriffs, das unser Modifikator schon alleine mit sich bringt, konnten wir ganz gut die Aufgabe den 20 Mal außerhalb der Runde erfüllen. Also kein Problem im Grunde genommen. Das war jetzt nicht so wirklich schwierig heute. Aber ist doch gar nicht so schlecht. Einfach verdiente 2 Omikrons. Und dann war es heute schon mit der heutigen galaktischen Herausforderung. Und wir sehen uns bald wieder. Servus.